Ja, Momo Leute, euer Zero hier und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von 7 Days to Die. Wir sind mal wieder hier oben. Heute ist es ein bisschen freundlicher und nicht so stressig wie die letzte Folge. Da war ja wieder Blutmond, obwohl nicht Blutmond hätte sein dürfen. Und ja, jetzt habe ich Pause gedrückt, währenddessen ich hier gewartet habe, ne? Aber 18 Stück sind schon durch. 19, ja, das geht klar. Hier, komm. Packen wir das noch mit rein. Die Blechdose kann, glaube ich, auch hier rein, ne? Ja. Gut. Warten wir noch mal ganz kurz. Bisschen was hier rein tun, hä? Blechdose? Wolltest du nicht irgendwie reingesaugt werden? 5, 4, 3, 2, 1, nix. 5, 4, 3, 2, 1. Ah, okay. Da funktioniert das, aber mit der Blechdose nicht. Naja. So, reparieren wir erstmal unser Zuhause. Nach dem Blutmond müssen wir natürlich erstmal nicht kaputt machen, Zero heil machen. So, die Tür ist schon mal heil. Das war schon mal das Wichtigste. Wo kommst du denn her? Dass das heil gemacht wird. Wir müssen früher oder später noch dafür sorgen, dass das hier alles heil wird. Und dafür brauchen wir das Eisen. Naja, gut. Aber dafür können wir ja losziehen und Sachen sammeln, ne? Packen wir erstmal unseren Loot von gestern hier rein. Wir haben jetzt gestern einfach wahllos irgendwas gelootet. Einfach nur, um irgendwie wieder reinzukommen. Und jetzt wird es halt wirklich Zeit, wieder loszulegen. So, das zerlegen wir mal alles hier. Zack. Das geht auch weg. Ich muss mich auch irgendwie noch damit orientieren, ne? Das wäre gar nicht mal so schlecht. Dass ich mal weiß, was ich für Rüstung habe. Gut. Wie bauen wir nochmal Sachen? Ich würde gerne nämlich noch eine zusätzliche Aufbewahrungstruhe machen mit Holz. Wieso habe ich kein Holz? Ich hätte doch eine Menge Holz. Ich habe doch gestern eine Menge Holz geholt. Ich weiß, dass ich hier einen Großteil davon reingelegt habe, aber nur die Hälfte. Wir hätten eigentlich noch 500 irgendwas Holz haben müssen. Habe ich das Holz hier irgendwie reingetan? Hier habe ich wahrscheinlich das Holz reingetan, ne? Ja. Okay. Holz ist natürlich ein Gut, was ich auch immer brauchen werde. Okay, wir bauen heute ein paar Truhen. Am besten so 5 Stück. So. Die können wir dann easy hier wohin platzieren. Ich meine, jetzt haben wir ja das Holz. Das können wir ein bisschen mehr auf Lagerung legen. So, 5 Stück hier, ne? In dem einen können wir einfach Klamotten reinpacken. In den anderen unsere Waffen. Alles, was wir jetzt gerade nicht brauchen. Ich weiß auch gar nicht, wie viel Munition ich dafür habe. 17. Und davon haben wir jetzt. Jetzt kann ich das hier nicht auswählen. Ein Schuss. Na gut, da kommst du erstmal weg. Spitzhacke werde ich auch nachts eher brauchen. Okay. So. Packe ich hier einfach meine Ressourcen rein. So. Gewehrschaft. Was ich hier nicht alles für Scheiße habe. Alter Schwede. Weiß gar nicht, wohin mit meinem ganzen Zeug. Ich kann gucken, ob hier irgendwo noch Platz ist. Da, hier, zack. Ups, die Pfeile hätte ich vielleicht nicht reinpacken sollen. Ach so, ich habe die sowieso nur da unten hingepackt. Oder? Hatte ich nur noch 16 Pfeile? Ach so, zwei verschiedene Munitionstypen. Habe ich meine Pfeile jetzt hier reingetan? Oh mein Gott, ein Hund. Habe ich ein Messer? Ich brauche ein Messer, ne? Scheiße.
Messer, 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 Jagdmesser. 8 Stück. Ah, ich kann es doch nicht messen. Oh, ich kann es doch nicht bauen. Oh Gott, ich hab's noch nicht gelernt. Messer. Ich glaube, jetzt ist schon am Sterben. Ja, warte. Hund, bitte, warte kurz. Machete? Er ist am Sterben. Knochenklinge. Knochenklinge. Das ist, glaube ich, das, was ich bauen sollte für den Anfang. Knochenklinge. Knochen. Klinge. Okay, ist immer noch am Sterben. Ah ne, das war nur ein billiger Hund, ne? Oh, das war ein Zombie-Hund. Ach, die waren jetzt nicht so toll. Stimmt. Das ist kein Zombie-Hund. Ist doch ein normaler Hund, oder? Ja. Nice. Hätte zwar jetzt gerne ein besseres Messer gehabt, aber ich war so in Panik. Aber sehr schön. Finde ich gut, dass der zu mir gekommen ist. Dann muss ich nicht zu ihm kommen. Gut, dass ich übrigens die Tür offen gelassen habe. Hier haben wir noch mein Maisbrot drin. So, Hundesachen. Zack. Habe ich hier vielleicht irgendwo noch... Ist das jetzt euer Ernst? Na gut, hoffentlich verrecken die alle dran. Die wollen ja eigentlich nur da durch. Die wissen ja nicht, dass ich hier bin, ne? Nein, gut, ich bin versteckt, seht ihr das? Die wissen nicht, dass ich hier bin. Die wollen hier einfach nur komplett durchgehen. Ja, sollen die erstmal machen. Habe ich kein Problem mit. Hört sich zwar ein bisschen brutal an, aber naja. Die wollen durch die Tür. Scheiß Kerle. Weg mit euch. Das ist mein Zuhause. Ja, die sind sowieso am Kriechen, ne? Läuft hier noch irgendeiner? Wir sind alle umgefallen. Ja gut, dann komme ich mal zu euch runter, ne? Alle Jungs, hier bin ich. Beachtet mich. Das kommt davon, wenn man hier einfach rumläuft, ja? Oh, ich habe was bekommen. Oh, richtig guten Loot. Gut, das war jetzt nicht so der Burner. Aber wenn der Loot schon zu mir kommt, ne, dann würde ich sagen, das wird eine richtig gute Staffel. Das freut mich. Und ihr könnt sehen, wie gut meine Festung einfach funktioniert. Optimal. Stimmt, diese Staffel müssen wir unbedingt alles auf Stahl upgraden. Also alles noch stählerner machen. Weil es wird ja auch immer härter, ne? Ist ja nicht so, als würde es leichter werden. Gut, ich wollte jetzt eigentlich los, ist es aber schon 18 Uhr. Also am nächsten Tag muss ich wieder los, ne? Ja, gut. Ist halt so. Dann gehen wir zumindest hier mal kurz rein. Auch wenn das höchstwahrscheinlich sowieso schon geplündert worden ist. Weil man weiß ja nie.
Level up. Wir haben es jetzt sowieso fast Nacht, da werde ich ja wieder anfangen zu graben. Und dann gucke ich gleich mal, was wir alles für Skills brauchen. Ja, hier ist definitiv alles von mir schon geplündert worden. Oh, hier ist ein nettes Bett. Und eine Kerze. Oh, die Kerze habe ich nicht geplündert, ne? Hallo, ich drück E. Oh, mein Inventar ist voll. Ja, du kannst weg. Alle Zombie. Okay, die Kerze brauche ich. Das weiß ich noch. Und so eine Art Balkon will ich halt auch hinkriegen. Nur halt viel schöner. Ist ganz klar, ne? Wie alles zerfickt worden ist von den Leuten. In meiner Umgebung geht die Welt unter. Irgendwie kacke, ne? So. Ich möchte, dass hier ein One-Up entsteht. Ich weiß nicht, ob ich es hinkriege, weil physikalisch gesehen wird das nicht leicht, Leute. Es wird nicht leicht. Also es könnte alles zusammenbrechen. So. Die Kerze für später. Die Schaufel ist auch schon fast kaputt, ey. Was habe ich denn hier? Ach so, Blueberry Seed. Oh, ich dachte, es wäre eine Blaupause. Das kann weg. Das kommt rein, das kommt rein, das kommt rein, das kommt rein. So. Gut, wir haben hier noch unendlich viel Munition. Oh Gott. Ja, gut, Freunde, ich würde einfach sagen, ich muss hier einen Überblick von dem Ganzen bekommen, was ich hier habe. Und deswegen sehen wir uns einfach morgen, nicht morgen wieder, sondern am nächsten Tage dieser Folge. So sieht's aus. Bis dann. So, Freunde, herzlich willkommen am Tage. Ich habe mir die Skills angeguckt, ich habe die Truhen alle aufgeräumt. Jetzt ist das alles hier ein bisschen übersichtlicher. Jetzt haben wir hier die ganzen Waffensachen drin. Wir hatten so viele Sachen doppelt in verschiedenen Kisten. Und ja, es war mir einfach wichtig, hier ein bisschen Ordnung reinzubringen, dass wir hier unsere Bogensachen haben, die Munition. Jetzt wissen wir auch tatsächlich, wie viel Munition wir haben und alles. Diese Kiste können wir hier verwenden, um, wenn wir nach dem Beutezug gekommen sind, alles reinzuwerfen. Und ja, dann werde ich das alles neu verteilen. So. Die hier waren ja sehr wertvoll, ne? Ja, aber ganz ehrlich, ich würde die am liebsten hier reinwerfen, einfach. Ich habe die anderen Teile auch jetzt reingeworfen, die wertvoll waren, weil im Endeffekt kenne ich mich. Ich werde sicherlich nicht da hingehen und die Sachen verkaufen. Wertvolle Sachen behalte ich immer ganz gerne. Ich bin so jemand, der sammelt gerne. So, erstmal natürlich meine 9mm Patronen mitnehmen, ne? Kann ich die einfach hier reinpacken? Packen wir die hin. So. Nur für den Fall der Fälle, dass wir es brauchen. Und wir werden in Crafting reingehen. Und ich habe mir gedacht, wir packen einen rein in der Betonmischer. Einfach damit wir es mal haben. Ich möchte gerne 9mm Patronen herstellen können. Ich meine, wenn die alle so billig sind, dann ziehen wir uns das alles rein. So, der Gesetzlose. Du hast die Gesetze der Logik gebrochen. Pistolen und Revolver verbrauchen mit jedem Rang mehr Schaden. Verursachen. Verbrauchen. Naja, das können wir später machen. Bisher arbeiten wir ganz gut mit dem Bogen, würde ich sagen. Ne? Auch wenn der Bogen so langsam mal sein Ende kommt. Aber naja. Dann würde ich gerne entweder Qualitätsschuh machen, dass die Sachen, die wir finden, mehr Qualität haben. Oder wir gehen auf der Schatzsucher und werden die Schätze mal suchen. Wisst ihr was? Ich will die Schätze finden. Deswegen werden wir das erstmal maxen. So. Gut, wir brauchen Munition. Haha, Munition am Start. So, hier haben wir Stahlpfeil und Eisenpfeil, ne? Wir sollten erstmal
überlegen, Munition herzustellen. Ich muss mich aber ganz kurz nochmal daran setzen. Hier, das Ding ist fast am Arsch, ne? Ist das der Kaporbogen an sich? Ich glaube schon. Habe ich sowas noch? Habe ich denn sowas noch? Ja, tatsächlich. Wie mache ich das jetzt? Zusammensetzen. Ah, okay. So. Damit haben wir auf jeden Fall das. Das können wir eigentlich auch ersetzen, ne? So, dann kommst du erstmal hier rein. Du bist ja fast kaputt. Vielleicht zerlegen wir dich einfach. Ich weiß nicht, kann man dich reparieren? Du hast nicht erforderliche Materialien. Ja, was braucht man denn dafür? Reparaturkit. Ah, okay. Aber bisher kommen wir auch so klar, ne? Also, wir haben ja noch Ersatzteile. Von daher mache ich mir da jetzt keinen Stress. Zusammenbauen. Neue Sehne. Reparaturkits habe ich, ne? Ja. Ja gut, dann mache ich das halt so. Hier, komm. Reparieren. So. Ist der Kaporbogen an sich auch repariert? Hat es jetzt hier alles drin repariert? Ich glaube schon. Naja, gut, dann ist das halt so. Dann beim nächsten Mal. Beim nächsten Mal wissen wir Bescheid, dass wir einfach nur Reparaturkits einsetzen müssen, um alles innen drinne zu reparieren. Das wusste ich halt nicht. Ich wusste nicht, was passiert. Aber gut. Gut. Was soll's? So, meine ganzen Kuporbogen-Sachen kommen natürlich hier hin. Gut. Eisenpfeile. Wir müssen Eisenpfeile herstellen. Sonst kommen wir nicht klar. Eisenpfeil. Spitze aus Eisen und Federn. Ja, das habe ich alles, ne? Hätte ich eigentlich gar nicht runtergehen müssen, glaube ich. Spitze aus Eisen und Federn. Da können wir ein paar Pfeile herstellen. Pfeil. Eisenpfeil. Sehr schön, 2 Minuten. Dann Spitze aus Eisen. Das können wir doch machen. Das können wir hier in der Werkbank machen. Eisen. Spitze aus Eisen da. Die arbeiten nicht zusammen, oder? Ich glaube nicht. Oh, geht da schon wieder eine Horde rein? Das kann doch nicht euer Ernst sein. Ah, geht die nächste Horde rein, ich dring durch. Sucht euch ein Hobby. Gejagt, super. Erstmal ganz gemütlich die Pfeile wieder einpacken, so. Und dann gucken wir, dass wir sie alle, dass sie alle umfallen und dann hauen wir sie um. Ihr habt Spaß, ne? Ach, shit. Ist gar nicht so leicht, die zu treffen. Aber ich werde besser drin. Das würde mich dann auch mit Shootern, glaube ich, besser machen. Wenn ich jetzt schon mal die Köpfe treffen kann. Ja gut, die meisten müssten jetzt umgefallen sein, ne? Du gefällst mir nicht, Mopsi. Ach, verdammt. Weiß nicht, ob ich noch näher rangehen kann. Bevor ich runterfalle. So, das war's jetzt aber, ne? Ja, gut. Ja, komm mal hier, Zombie. Jetzt weg von der Leiche.
Oh, haben die es da unten kaputt gemacht? Die haben die Erde kaputt gemacht, lol. Wie könnt ihr es wagen? Ich hoffe, die sind da jetzt nicht eingedrungen. Ja, wir werden es ja sehen, wenn wir nach Hause kommen und da krabbelt irgendwo noch einer. Dann wissen wir Bescheid. Ups. Also ich höre auf jeden Fall keinen mehr. Sagen wir es so. Okay, und dann können wir auch losziehen, mal wieder ein bisschen plündern. Da freue ich mich schon drauf. Lange nicht mehr gemacht. Weiß nur nicht, wo wir halt hingehen werden. Ah, da Leichen, die platzen die Leichen. Ich wollte gerade sagen, was habe ich eigentlich mit meinem Hammer gemacht? Ach. Lässt gut sein. Okay, wo gehen wir hin? Ich meine, für Schatzsuche ist das noch zu früh. Ich will noch auf jeden Fall den letzten Punkt reinsetzen, um sicher zu sein, dass wir halt den Schatz auch finden. Ah, guck mal. Nur über meinem Zuhause ist die dreckige Wolke. Gut zu wissen. Was sind denn hier plötzlich so viele Zombies, sag mal? Ich laufe einfach an euch vorbei, ja. Aber stört das nicht, ne? So, ich möchte auf jeden Fall ein bisschen weiter in die Stadt hinein, wo ich definitiv noch nicht war. Ja, nur so bekomme ich meine tollen Sachen. Übrigens, ich habe wieder 2 Lebenspunkte und Ausdauerpunkte bekommen über Nacht, weil ich was gegessen habe. Jetzt haben wir gar kein Essen mitgenommen, ne? Ist das denn ein Hase oder was? Das ist ein kleiner Hase. Verdammt, hör auf dich zu bewegen. Wie soll ich so einen kleinen verdammten Hasen treffen? Toll. Jetzt werde ich ihn im Leben nicht wiederfinden, ne? Da ist er wieder. Ernsthaft? Ich hab gedacht, du bist langsam. Gib mir deine Knochen. Ja, geht dann halt nicht. Jetzt der Hase weg. Danke. Ja, schön. Laufen wir ein bisschen hier durchs Grüne. Verfehlen mal die Tussi hier. Nochmal. Ich habe nicht so viele Pfeile, Mädel. Mann! Du bist nicht zu treffen mit deinem komischen Kopf, der hin und her wackelt. Ich brauche deine Knochen für den Fall dafür, dass ich noch ein Tier finde. Kannst du voll vergessen, ey. Die wollen mir keine Knochen geben. So. Was war das für ein Geräusch? Hört sich so an, als wäre ein Zombie gegen Metall gelaufen. Ah. Ein Hirsch. Gut, dass ich mich geduckt habe, sonst hätte ich den nicht gehört. Habe ich ihn getroffen? Ich habe ihn getroffen, Leute. So. Jetzt gebt mir eure Knochen. Es ist jetzt ganz wichtig, dass ich eure Knochen bekomme. Danke. Du, ich brauche deine Knochen. Erstmal natürlich plündern. So. Tierfett habe ich rausbekommen. Nice. Okay, Knochenklinge. Stellen wir einfach noch eine her. Was soll's? Wie ich den einfach getroffen habe, den Elch. Du lagst gerade auf dem Boden. Ich habe das doch gesehen. Ich hätte ihn doch gerade schon getötet. Oder etwa nicht?
Ist einfach wieder aufgestanden von den Lebenden. Sehr schön. Wieder ein bisschen Zeug bekommen. So sollte es sein. Ich bin nass. Wow. Ach Mann, ich brauche Bücher. Wir sind da, wo wir aufgehört haben. Wir suchen Bücher. Ich bin ein alter kleiner Bücherwurm. Halt, deswegen nehme ich mit. Essen ist immer gut. Trinken habe ich auch kaum dabei, ne? Ja, gut. Gut, dass ich es erwähnt habe, sonst hätte ich das jetzt nicht bekommen. Ein Kühlschrank. Ein leerer Kühlschrank. Achso, da kann ich einfach rein. Yeah, menschliche Überreste. Woo! Das kann ich mir an die Wand hängen und mich dann Keks freuen. Ein alter Fernseher. Riecht er für Mechanical Parts? Plastik. Da war eine Couch drin. Ja gut. Hier war leider nichts Großartiges. Schade. Die Hoffnung stirbt ja zuletzt. Gab es Regen auch schon vorher? Ich kann mich an Regen nicht erinnern. Gab es Regen? Hey, Cowboy! Das wollte ich eigentlich nicht. Ich wollte eigentlich warten, bis er sich umdreht. Um dann zu verfehlen. Da könnte ich noch eine Menge Metall rausholen. Wenn ich denn wollte. Hier waren wir auf jeden Fall schon. Woohoo, woohoo, woohoo. Überraschung und dann gehen sie einfach weg. Seid komisch. Ah, du bist nicht tot. Okay, dann gucken wir mal hier rein. Da liegt noch einer. Ja, hier ist alles schon leer, hier war ich schon. Ich wollte doch irgendwo hin, wo ich noch nicht war. Wobei ich da drin wahrscheinlich jede Menge Spaß haben könnte. Aber da war ich auch schon drin, offensichtlich. Wie viele Zombies sind da eigentlich? Nice. Oh, scheiße. Solange ich besser werde, ist mir das egal, dass ich verfehle. Oh, ein Pokal. Habe ich jetzt auch verdient dafür, dass ich euch geklärt habe. Ja gut, war klar, dass hier alles leer ist. Hier war ich halt schon mal. Wieso habe ich das hier nicht alles mitgenommen? Ich würde sagen, wir plündern auf jeden Fall dieses Feld heute noch und dann gucken wir, was wir am Montag machen. Vielleicht bauen wir dann wirklich den Balkon weiter. Mais ist eins der wichtigsten Sachen, die ich überhaupt kriegen kann. Deswegen ist mir das jetzt wichtig, das Maisfeld komplett auszuschlachten. Weil ich dadurch das Maisbrot machen kann. Und das Maisbrot ist einfach so gut. Darauf kann man eigentlich gar nicht verzichten, ne? Und irgendwann raffe ich auch, wie man gärtnert. Das Problem beim Gärtnern ist,
Du kannst aus einem Maiskolben einen Samen machen, aber dann bekommst du, nachdem das Ding gewachsen ist, auch nur einen Mais zurück. Das heißt, das Einzige, was du bekommst, ist eine Menge Zeitverschwendung. Ich meine, du verschwendest doch keinen Maiskolben dafür, einen Maiskolben einzupflanzen, um dann einen Maiskolben wieder zurückzubekommen. Das raff ich halt noch nicht ganz. Aber ich möchte jetzt auch nicht googeln oder so, ich möchte das nämlich selbst herausfinden. Das Einzige, was ich herausfinden kann, ist halt, ob es ja mit Dünger funktioniert. Man kann ja die Erde düngen und dann gucke ich mal, ob das funktioniert damit. Oh, schön geplündert. Sehr schön. Oh, noch mehr Mais. Oh Leute, es tut mir leid. Aber das ist überlebensnotwendig. Und wir überleben hier, ja. Ne? Also, das ist ja nicht so, als wenn wir hier nur rumspielen und Spaß haben. Nein, überleben heißt auch manchmal Sachen zu sammeln. So, und für diejenigen, die sich natürlich gefreut haben, dass ich am Sterben bin, es ist die zweite Staffel. Und ich habe natürlich schon ein bisschen Erfahrung. Ich meine, ich bin in der ersten Folge gestorben von dieser Staffel. Wer kann es mir denn verdenken, ja? Der Blutmond hat einfach nochmal neu angefangen oder was auch immer das war und ich war irgendwie unten. Warum auch immer ich unten war, ich weiß es nicht. Ich kann mich eigentlich nicht erinnern, dass ich runtergesprungen bin, um die Folge zu beenden. Aber naja, wir haben 10 Gesundheit und 10 Ausdauer dadurch verloren. Es wird wieder eine Weile dauern, bis wir da wieder rankommen. Aber naja. Krieg ich eigentlich Mais dadurch? Oh mein Gott, ich krieg Maissamen. Warte, das war ein Messer. Na gut, ich würde sagen, ich beende hier einfach mal die Folge. Schlachte das Maisfeld hier komplett aus. Und dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Mit vollen Taschen. Haut rein, euer Zero. Tschüss.